So, so, wen haben wir denn hier, Männer? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Oh oh, Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einer Zwergin zu fragen, die genauso aussieht? Und haben nicht alle gesagt, sie hätten niemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Es scheint, als hätte man uns belogen. Meine Herren, es besteht doch sicherlich kein Grund für Streitigkeiten. Das hier sind ohne Zweifel nur ein paar weitere arme Seelen auf der Suche nach Schutz. Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Ja, bringen wir es hinter uns. Schon gut, ihr habt gewonnen. Wir ergeben uns. Gut, sie haben ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Was sollen wir ihm sagen? Ich werde es ihm sagen. Auf der Stelle, jetzt. Ich danke euch. Verzeiht meine Einmischung, aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Ich wurde nicht in der Kirche geboren. Viele von uns hatten vorher durchaus farbenfrohe Lebensgeschichten. Gestatte, dass ich mich vorstelle? Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es. Die Männer sagten, ihr seid ein grauer Wächter. Dann werdet ihr also die dunkle Brut bekämpfen, richtig? Das machen graue Wächter doch. Nach dem, was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Und außerdem möchte der Erbauer, dass ich mit euch gehe. Es ist nicht nur mein Gott. Der Erbauer liebt alle Geschöpfe. Ich weiß, ihr seid nicht gläubig, aber ich hatte einen Traum. Eine Vision. Noch mehr Verrückte? Haben wir davon nicht schon genügend? Seht euch die Leute hier an. Sie sind verloren und verzweifelt. Die Finsternis, das Chaos, es wird sich ausbreiten. Und das will der Erbauer nicht. Was ihr tut, wozu ihr berufen seid, ist das Werk des Erbauers. Lasst mich dabei helfen. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Danke. Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren.
So wahr ich lebe und atme, ihr seid der graue Wächter, über den alle reden. Ich vertrete die Blackstone-Freischärler. Wir sind eine Söldnergruppe, die nach dem Krieg gegen Orlais harte Zeiten durchgemacht hat. Ihr wisst sicherlich, dass die Zeiten jeden Tag schlimmer werden. Mit eurer Hilfe könnten die Freischärler Ferelden erneut von Nutzen sein. Die Blackstone-Freischärler haben an der Seite der Armee des Königs gegen Orlais gekämpft. Seit Generationen haben wir Adligen geholfen, ihre Ländereien zu verteidigen und Notleidenden beigestanden. Unser derzeitiger Hauptmann Ralnor ist ein ehrenhafter Mann, der erkannt hat, dass wir erneut etwas Gutes für Ferelden leisten können. Er ist so überzeugt von unserer Mission, dass er sicher war, dass die Grauen Wächter uns unterstützen würden. Ich verstehe. Falls ihr eure Meinung ändern solltet, sucht bitte einen Posten der Blackstone-Freischale auf und seht nach, ob es an euch adressierte Briefe gibt. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Ich wusste, ich würde jemanden finden, wenn ich nur lange genug herumfrage. Ich würde für ein einfaches Gift gut bezahlen. Es muss irgendetwas sein, was diese Dinger langsamer macht oder ihnen etwas zum Vielen Dank! Möglicherweise habe ich einige Zutaten auf Lager. Ich weiß ja nicht genau. Es tut mir leid, aber ich kenne keine zwergischen Lieder. Bitte, ich muss weiterspielen, Lieder. Wenn ich heute Nacht auch nur das Geringste einfach, verdienen was der Wirt will. Wünscht. Aber selbstverständlich. Einer meiner Vettern ist bei den Templern. Er sagt, die Magier in diesem Turm. Ich habe da eine Frage, Alistair, die ich euch zu beantworten bitte. Habe ich eine Wahl? Von den zwei verbliebenen Grauen Wächtern seid ihr der Dienstältere. Es ist seltsam, dass ihr dem anderen die Führung überlasst und selbst nur hinterdrein trottet. Das findet ihr also seltsam, ja? Ihr beugt euch einem neuen Rekruten. Ist das bei den Grauen Wächtern so üblich? Wie könnt ihr fragen? Ich habe gesehen, wie... Merat Astaritz, Merat. Ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich habe euch nichts Amüsantes zu erzählen, Zwerg. Lasst mich in Frieden. Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Ich bin Sten de Beresat, der Vorhut des Volkes der Kunari. Ihr verspottet mich. Oder ihr zeigt Manieren, die ich in euren Ländern nicht erwartet hätte. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich erwartet. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal.
zweifellos. Welche Art Hilfe sucht ihr? Die Verderbnis? Dann seid ihr ein Grauer. Überraschend. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der Grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die Grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Dann lebt wohl. Die dunkle Brut soll ihn bei lebendigem Leib fressen. Das ist grausam. Ich frage mich, warum die ehrwürdige Mutter so viel Angst vor ihm hat.